Sind tatsächlich alle Rätsel gelöst? Ist der Mensch nur eine zufällige Ansammlung von Atomen und Molekülen am Rande des Universums, wie die materialistische Philosophie behauptet? Woher kommt es dann, dass sich diese Moleküle Liebe zur Kunst und zur Schönheit angeeignet haben, dass sie sich in Nächstenliebe aufopfern und vor allen Dingen, dass sie religiös geworden sind? Können alle diese Eigenschaften tatsächlich zufällige Abfallprodukte materieller Prozesse sein? Nicht nur Forscher der Vergangenheit, sondern auch Wissenschaftler unserer Tage haben erkennen müssen, dass Materie und Leben von einer geheimnisvollen Kraft gelenkt werden, die weder zufälligen noch allein materiellen Ursprungs sein kann. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Die gängige Vorstellung, ich sei ein Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat diese kaum begriffen. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das wahre. Da es aber Geist an sich nicht geben kann und jeder Geist einem Wesen zugehört, so müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen worden sein müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer so zu nennen, wie ihn alle alten Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende genannt haben: Gott.